Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Neverwinter. Jetzt geht's auch endlich mal hier weiter in der Kanalisation, wo wir ja die Frau Linkletter beschützen sollen. Und das werden wir jetzt direkt auch machen. Die Tante läuft ja... Warte mal, müssen wir erst noch mit der sprechen? Ne, die läuft direkt los. Das heißt, wir können ja von uns schon mal vorstürmen. Wir wissen ja jetzt, was uns hier erwartet. Hallo, Freunde. Und ich muss hier gerade erstmal wieder klarkommen. Da haben wir auch schon unser Level ab. Das hat ja wunderbar funktioniert. Ach, da müssen wir erst wieder auf Dorothea warten. Ja, dann, was ist das hier? Achso, ist einfach mal so einer, der nicht wieder wegspawnen wollte. So, hier sammeln wir auch ein. Jawohl, alles einsammeln. Und für uns geht es direkt weiter. Jawohl, jawohl. Ah, scheiße, der braucht wieder länger, ne? Oh je. Oh je. Komm schon. Stirb, damit wir die Dorothea einmal angrabbeln können. Sehr schön. Ja, das freut mich sehr, dass du dich viel besser fühlst. Da habe ich ja meinen Job gut gemacht. So, wir brauchen uns hier auch jetzt nicht großartig weiter umgucken. Wir rennen einfach mal weiter. Gucken, wo die nächsten sind. Jetzt ist hier, glaube ich, wieder das nächste Tor. Tatsächlich, da müssen wir auch erst wieder warten, bis die Truller da hier durchkommt. Da ist er auch schon. Und da sind wir auch schon. Jawohl. Ja, ja, es passiert wieder. Also es funktioniert schon. Irgendwie funktioniert das hier schon mit uns, Dorothea. Was mache ich da? Ich sehe gerade... Boah, guckt euch mal an, was unser Gefährte mittlerweile an Schaden raushaut. Das ist ja krass. Der ist mittlerweile schon doch eine recht gute Hilfe, so wie es aussieht. So, haben wir hier sonst noch was? Hier haben wir noch ein Päckchen zum Plündern. Das nehme ich doch auch mal dankend an. Ja, und dann weiß ich auf jeden Fall für die Zukunft, dass ich dann nicht mehr mittendrin in einer Mission die Aufnahmesession beende. Weil sonst sieht das immer ganz fürchterlich schlecht für uns aus, weil wir alles doppelt machen müssen. Aber jetzt bin ich auf jeden Fall schlauer geworden durch diese Aktion und das ist doch schon mal was. So, da haben wir die nächsten. Klappt ja bisher super. So, einmal da weg. Und da haben wir es auch schon. Hinter uns. Wir sind ja doch recht mächtig mittlerweile. Ach, hier geht's weiter. Da muss aber erst die Troller wieder Tor aufmachen. Dankeschön. Sehr nett von dir. Und weiter geht's. Weiter geht's. Ah, jawohl. Oh, 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 oh. So, einmal drauf springen. Sehr schön. Ich glaube, die Dorothea wird gleich wild. Aua, aua, aua. Helfer mit. Komm schon. Weg mit dir. Wir müssen Dorothea angrabbeln. Bitte schön. Bitte nicht verwandeln. Danke. Ich fühle mich viel besser. So. Den ganzen Quatsch haben wir auch aufgesammelt. Wir gehen jetzt einfach weiter und dann müssten wir eigentlich durch sein, wa? Jo, das müsste Ende sein. Jawohl, Gott sei Dank. Das haben wir soweit schon mal abgeschlossen. Dann müssen wir auch gleich so weit sein, wie wir können. So, jetzt machen wir erstmal hier die Kräfte. Wir gucken mal eben, was haben wir da? Als letztes haben wir... Ihr erhaltet im Kampf kontinuierlich Entschlossenheit. Das ist natürlich nicht schlecht. Jetzt ist die Frage, das können wir noch nicht. Da brauchen wir erst 30 Punkte drauf, ne? Ne, 20 Punkte müssen wir erst verteilen. Das heißt, da haben wir soweit alles. Dann nehmen wir natürlich wieder das. Auf Rang 2 aufstufen. Bitteschön, ja. Sonst würde ich es ja wohl nicht sagen. Was hatten wir hier gesagt? Wir wollten das hier weiternehmen, ne? Wirksamkeit der Rüstungsklasse und Verteidigung nehmen wir auch. Änderungen zuweisen, jawohl. Und ich weiß mittlerweile auch, was die Begegnungskräfte sind. Aktionspunkte Bonus auf zugefügten Schaden, wenn unaufhaltsam, das war klar. Und das war hier das mit dem, genau, mit den Begegnungskräften. Die Begegnungskräfte sind die Kräfte, die auf Q, E und R sind, also die roten Kräfte. Und das weiß ich auch wieder von unserem lieben E-Tron. Eure bisherige Arbeit zum Wohle der Stadt ist sehr beeindruckend. Doch fortan wird es für Alleinreisende sehr gefährlich werden. Es gibt hier in der Enklave einen Mann namens Bael an Ashok, der Abenteurer mit Gefährten versorgt.
Er kann euch alles genau erklären, wenn ihr Interesse habt. Stattet Bell beim großen Handelszentrum einen Besuch ab und erfahrt etwas über Gefährten. Ich habe mit ihm ausgemacht, dass ihr für eure harte Arbeit kostenlos einen bekommt. Ja, und hier drüber kann man dann halt auch neue Quests annehmen für halt diese Standardsachen, die man im Laufe des seines Abenteuers lernt. Nehmen wir jetzt einfach mal an. Die könnten wir uns sonst auch so bei Feldwebel Nox abholen. Das machen wir jetzt aber hier in diesem Menü. Das ist auch schon mal ganz gut. Wir schließen das und müssten dann soweit fertig sein. Und normalerweise ist das so, dass man ab Level 16 halt dann seinen Gefährten bekommt. Bevor wir jetzt hier aber rausgehen, würde ich an dieser Stelle sagen, werde ich aber jetzt erst nochmal kurz gucken, was wir jetzt an neuen Gegenstände haben, die empfohlen sind, dass wir die anziehen, weil damit dürften wir uns auch um einiges verbessern, denke ich mal. So, das Porte-P nehmen wir auch, jawohl. So, was haben wir hier? Das ist sogar auch noch empfohlen, das blaue Ding. Ziehen wir das auch an. Jawohl. Und das sind jetzt die Sachen, die nicht mehr empfohlen sind. Ne? Können wir das noch benutzen? Ne, können wir nicht benutzen. Das ist nicht empfohlen. Ja, die hatten wir schon ausgetauscht. Jawohl. Wobei, der ist noch empfohlen. Ach, das ist ein Hemd. Das können wir auch noch zusätzlich anziehen, oder wie? Tatsächlich. Ja, das ist super. Das ist ja super. Ich dachte, das wäre auch hier so ein Oberteil wie das hier. Ja, dann ist das doch noch viel besser, wie ich dachte. So, was haben wir noch? Den Helm können wir gerade nicht gebrauchen. Der ist für Level 24. Mein Gott. Für Level 24. Ich werde bekloppt. Ich werde bekloppt. Das brauchen wir nicht. Das können wir auch nicht benutzen, weil das ist für Level 21. Das dauert noch ein bisschen bis dahin. Gut, da haben wir ja schon mal wieder ein paar Sachen, die wir angezogen haben. Wo sind denn die anderen Sachen alle? Ach, das war auch für 22. Hatten wir nicht noch viel mehr Klamotten? Naja. Lassen wir das. Ich versuche da erst gar nicht mehr durchzublicken, weil dann bin ich eh verloren. Gut, das heißt für uns, wir können hier raus und Dorothea bei ihrem Mann abgeben. Schaut, wer hier ist. Sollen wir euch vor den Augen eurer Frau töten, Joseph? Bleibt weg von meinem Mann! Naja, Ehemann eigentlich, aber ist egal, wir müssen uns hier jetzt nochmal kurz durchschnetzeln. Ach, hallo. Hallo, Freunde. So, der ist schon mal weg. Was liegt denn? Was lassen die denn für komische Sachen hier immer fallen? Das ist ja schon mal interessant. Interessant. Ach, und das ist wieder so ein Dicker. Ja, von mir aus. Dann haben wir den gleich auch schon mal down. So, sehr schön. Noch einer. Ach, tatsächlich noch welche. Sehr schön. Ey, schleuder die doch nicht weg. Ich will die doch hier hauen. Oh, mein Tiger brennt mal ein. Ich nehme nicht mein Tiger, mein Panther. So, du kommst doch erstmal weg. Sehr schön. Das haben wir dann auch soweit abgeschlossen. Dorothea fängt jetzt wieder an, Feuer zu fangen. Die ist wieder mal Feuer und Flamme. Gut, und dann quatschen wir hier jetzt mit Joseph Linkletter. Diese Banditen haben sich für ihren Rachefeldzug den falschen Zeitpunkt ausgesucht. Vielen Dank für eure Hilfe. Aber es gibt zu viele von ihnen, sodass wir Dorothea wohl nicht weiter transportieren können. Bis zum Turm ist es nicht mehr weit. Wir müssen Rizard finden und ihn schnell zurückbringen. Das ist Dorotheas einzige Chance. Jawohl, wir sollten uns beeilen. Gut, das heißt für uns, wir gehen weiter und ab jetzt kommt ja alles, was neu ist, das wir beim letzten Mal gar nicht mehr gemacht haben, weil ich dann ja die Aufnahmesession beendet habe und wir lassen uns überraschen, wie gut wir hier weiterhin durchkommen. Was mich auch mal interessieren würde, wie ist das mit unserem Begleiter? Ob wir, können wir den schon bald wieder leveln oder kriegen wir das irgendwie angezeigt? Wir können, falsch Knopf, wir können das ja... Wir können das ja gleich nochmal gucken. Oh Mann. Komm mal her. Wir machen uns mal hier groß. Ne, wir sollten uns nicht groß machen. Wir sollten mal einen Heiltrank nehmen. Und hier mal gucken, dass wir die Kleinen wegbekommen. Sehr schön. Oh, wo kommt die Hexe denn jetzt schon wieder her? Irgendwas läuft doch hier gerade grundverkehrt.
Auf einmal sind die Gegner alle da. Und raus da. Ich will gar nicht wissen, was die da gerade gezaubert hat. Weg da. Und die dreckige Hexe ist auch hinüber. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da, dann nochmal ein Arcana-Paket. Nehme ich auch dankend an. Das nehmen wir natürlich mit. Wir haben ja noch nicht genug, was wir verkauft haben und im Inventar besitzen. Wir nehmen einfach alles mit. Was soll der Geiz? Wir haben ja Platz satt. Eigentlich nicht, aber ich bin halt so ein Sammler. Ein Sammler und Horter. Was MMOs angeht, könnte man mich auch ein Messi nennen. Weil da bin ich, sammle ich dann ja doch ein paar bisschen Schrottzeugs mit auf. Aber das liegt halt auch daran, weil ich es halt dann auch ganz gerne verkaufe, ne? Und hier haben wir anscheinend ein hier sind noch die kleinen Spinnen, die da aus der Mutterspinne rausplatzen. Auch nicht schlecht. Und hier hatten wir doch gerade, genau, und da hatten wir was, was geglitzert hat, was wir auch öffnen konnten. Ja, das hat ja wieder super funktioniert mit dem Diebstahlpaket. So, da jetzt hat es funktioniert. Sehr schön, erfolgreich. Wir können auf jeden Fall auch noch einen langen Zeitraum weiter solche Pakete öffnen. Da haben wir sogar noch eins. Brauchen wir da auch wieder Diebstahlpaket? Ne, das ist einfach nur so eine Schatztruhe. Okay. So, das nehmen wir auch mit. Ja, dann würde ich sagen, auf in den Turm, wa? Der ja jetzt hier auch an der Seite ist. Oder Moment, wir haben doch hier, glaube ich, auch noch was gehabt, oder? Ich meine, dass hier auf der rechten Seite auch noch was gewesen ist. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wir können ja auch nochmal auf die Mappy gucken. Ah, ein bisschen was haben wir da oben noch zu tun. Ein bisschen was haben wir da oben noch zu tun. Ich suche jetzt, jetzt suche ich doch wieder alles ab, ne? Ne, komm. Wir haben keine Ausdauer mehr. Ist auch gut, toll. Wir brauchen unbedingt Ausdauer, Regeneration. Auf nach oben. Da haben wir... Ach, Bürger von Neverwinter. Das ist ja super. Und das Rizard. Dann sprechen wir doch einfach mal mit Rizard. Es hörte sich unten nach einem Kampf an. Daher habe ich das Schlimmste befürchtet. Ich hoffe nur, dass es Dorothea gut geht. Lasst uns sofort zu ihr gehen. Einverstanden. Ja, jetzt dürfen wir wieder zurück zu Dorothea, die abholen. Beziehungsweise in dem Spiel heißt sie ja Dorothea. Ach, oben sehe ich die Erfahrung des Schleichers, oder? Wir können ja gleich nochmal kurz gucken im Charakterlog, aber jetzt machen wir hier erstmal die Storyline weiter. Oh, da liegt sogar noch was. Mitten im Feuer. Mitnehmen. So, es sollte euch nun besser gehen. Wir sollen wieder mit Rasat sprechen. Hallo. Es tut mir leid, dass es passiert ist. Aber wenigstens werden diese Schurken mich nicht länger bei der Arbeit stören. Vielen Dank, dass ihr Dorothea zu mir bringt. Ich habe bereits ein Zimmer für sie vorbereitet, in dem sie sich wohlfühlen wird. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich muss nun wirklich Dorothea zum Turm bringen, damit wir mit ihrer Behandlung beginnen können. Selbstverständlich. Kommt, Dorothea. Ich werde euch zu eurem Zimmer bringen. Gut, die wandern also nach oben. Mhm. Die laufen ja dicht aufeinander. Ringelpieps mit anfassen oder was? Naja, was haben wir hier? Hier haben wir eine neue Armschiene. Die nehmen wir natürlich an. Selbstverständlich. So, und jetzt müssen wir... Wo müssen wir? Wir müssen hier wieder raus, oder wie? Mission abgeschlossen. Zu Feldwebel Nox zurückkehren. Ja, das können wir, kriegen wir doch auf jeden Fall hin. Ich würde aber sagen, wir werden jetzt hier erstmal kurz mal ein bisschen regenerieren. Und das Beten hatten wir schon gelernt, ne? Ich glaube, das Beten hatten wir schon gelernt. Dann können wir jetzt eigentlich nochmal beten mit Steuerung und I. Lala. Genau, da gibt es nochmal Rohstahl-Diamanten, Rohastral-Diamanten, mein Gott, ich immer mit meinem Rohstahl. Und 1000 Erfahrungspunkte nehmen wir dankend an. Sehr schön. Können wir die nämlich auch sofort verwerten. Brauchen wir sie? Da können wir sie sofort hier. Zack. Sind wir schon bei 2.004.000 Astraldiamanten. Das ist sehr geil. Ja, und ich würde sagen, auf zu General Nox und zu Protectors Enclave, wo wir selbstverständlich wieder unsere Taschen leeren müssen. Ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich mir neue Bankfächer holen soll, damit wir unsere Taschen mal komplett entleeren können. Wir gucken mal eben. Was ist das denn? Ach, das ist hier wahrscheinlich einer von den neuen Echsenmenschen oder so, weil der so groß war. Gehe ich mal von aus. Oder war das ein Ork?
Ich hab's jetzt nicht erkannt wegen der komischen Rüstung, die der anhatte. Naja, soll mir auch egal sein. Ich werde jetzt erstmal sehen, dass wir... Ich weiß gar nicht, kosten die Astraldiamanten die neue zusätzlichen Bankfächer oder war das Zen? Wenn das Zen war, ist das echt uncool. Ich guck mal eben, wann mal hier... Wobei, Quatsch. Ach, Quatsch. Vergiss es. Depot freischalten natürlich. Hier, komm. Zweite Depot. Sehr schön. Das muss ich auch, Berechtigungen muss ich denen auch nochmal wieder geben, aber das machen wir dann auch, mache ich dann auch wieder offscreen mit den Berechtigungen. Aber da könnte ich ja theoretisch schon mal was reintun. Müssen wir erstmal gucken. Wir gucken jetzt mal eben noch nach den Bankfächern. Wir haben jetzt 300, aua. Wir haben ja, scheiße, das kostet tatsächlich Zen, um das private Bankfach zu ändern. Das ist natürlich wieder nicht cool. Das ist echt nicht cool. Ja, dann nutze ich erstmal das Bankfach nur für mich. Das zweite Gildenbankfach. Ich hoffe, da habt ihr nichts dagegen. Was wird das nächste kosten? Das 400.000 sogar. Krasse Scheiße. Gildenbankaufzeichnung. Genau, das ist crazy von Bane. Hat er irgendwas gemacht? Genau. Okay. Berechtigung. Kann ich das denn? Gildenanführer? Kann ich schon alles machen? Genau. Das kann ich schon machen. Das ist ganz gut. Dann würde ich sagen, packen wir da jetzt erstmal alles drauf, was wir nicht brauchen. So, 24. Einmal da ein. Das können wir alles verkaufen, das ist ganz gut. Was haben wir hier? Die Spinne können wir jetzt mit Level 20 benutzen. Vielleicht schaffen wir das ja heute noch. Den Trank können wir da erstmal draufpacken, weil den können wir noch lange nicht benutzen. So, was haben wir hier noch? Das können wir auch erst mit Level 20. Das können wir mit Level... Mit Level 60. Kann ich das da draufpacken? Nee, kann ich nicht draufpacken. Das ist aber nicht gut. Gut, was haben wir hier noch? Staub der Schöpfung. Kanal. Genau, den können wir auch entsorgen. Genau, entsorgen bitte. Den Staub der Schöpfung brauchen wir nicht. Dann können wir hier auf das Bankfach nochmal den drauflegen. So. Ja, den haben wir, glaube ich, auch so noch nicht drauf. Also hier haben wir noch die ganzen Identifikationsrollen. Das ist noch hier dieses... Das können wir eigentlich verkaufen. Ne? Das ist... So. So, Depot. Da gehen wir mal... Packen wir das mal dahin. Das packen wir auch da drauf. Das packen wir da drauf. Das können wir verkaufen. Das können wir schon mal dahin tun. Dann haben wir hier nochmal wieder sowas. Sehr schön. Das müssen wir noch alles identifizieren. Ich bin begeistert. Machen wir, warte mal. Nicht, dass ich da die falschen habe. Bis 29 ist okay. Gut, dann können wir das noch identifizieren. Ich weiß, das spricht man nicht so aus. Ich mache das aber, weil ich das lustig finde. So, die sind noch da drauf und dann, das ist sogar empfohlen. Was wurde gefärbt? Das habe ich doch gerade erst gefunden. Wieso wurde das denn gefärbt? Naja, boah, das kann auf jeden Fall verkauft werden. Das brauchen wir mit Level 17. Ist das Portepee? Wieso habe ich das da draufgepackt? Ich weiß nicht, das kann ich verkaufen. So, das packen wir mal dahin. Das ist nicht besser, kann also verkauft werden. Das kann sowieso verkauft werden und alles andere auch. Dann haben wir hier schon mal wieder im Schnelldurchgang die ganzen Sachen erledigt. Eben schnell noch zum Verkaufen und dann zu Feldwebel Nox hin. Ja, und dann gucken wir mal, ob wir tatsächlich heute noch Level 20 schaffen, dass wir dann auch unsere Spinne schon mal benutzen können. Wobei die Spinne sitzt, glaube ich, auch immer im Inventar, ne? Hä, Moment. Da bitte. Jawohl. Verkaufen. Das Hemd wird auch verkauft. Was ist denn jetzt hier? Verseuchtes Elixier. Ein Elixier, das Margaret Razat... Ach, Magier Razat, mit dem sie... Ah, okay, das ist das von der... Linkletter. Das können wir eigentlich auch gleich mal benutzen für uns. Was haben wir hier noch? Schriftrolle. Ach ja, das war die Schriftrolle des Lebens. Da war die Spinne. Das Ding konnte auch weg. Das Kraft erhöhen. Das kann weg. Genauso wie das und das. Ach, guck mal, ich habe hier noch sogar noch ein Steinchen übersehen. Ich bin begeistert. Das behalten wir... Na, Moment. Ist das so sinnvoll, das zu behalten? Na, das Schwert behalten wir erstmal. Das packe ich erstmal
weg. Das können wir gleich anziehen. Und das ist... Ach, guck mal, wir haben hier sogar was für einen Geißel-Hexenmeister gefunden. Das ist ja übrigens dann auch die neue Klasse. Das ist alles hier für Veredelungspunkte, für die Verzauberung. Ist auch nicht schlecht. Ja, dann würde ich sagen, den Hexenmeister packen wir dann auch weg. Dann müssten wir jetzt auch wieder ordentlich Platz haben. Hier können wir einmal sortieren. Da können wir die anderen Sachen dann auch mal eben reinziehen. Ich bin gerade auch echt am Überlegen, ob ich vielleicht mal den die Sachen für den Begleiter benutzen sollte. Um halt dem noch ein bisschen Erfahrungspunkte zu geben. Wir müssen das mal eben hier weiter ein bisschen umbauen. Sopp, sopp. Den Schlüssel, den lassen wir ganz im Unten, weil den brauchen wir dann in der nächsten Instanz. Das will ich natürlich nicht verkaufen, ne? Schließen wir das mal. Öffnen da mal kurz dein Inventar. Ach, hatte ich sogar noch nicht mal an. Ja, das ist ja auch krass. Ja, dann ist das ja umso besser. Dann ist das ja umso besser. So, das Teil kann auch in die Bank und alles andere wollte ich dann gleich mal benutzen. Warte mal, wir testen das jetzt erstmal. Wie viele hat Zähnchen dann an Erfahrungspunkten? Gefährten. Was ist das für einer? Das Kraft und Erholung gibt der uns, aha. Ein gebundener Charakter, aha. Kraft, Erholung gibt er uns da. Übrigens, unten diese komische Leistung der Abenteuer in Schwertküste, was ihr da seht, mit diesem blauen, dem roten, dem lila oder rosanen und dem grünen Würfel oder was da sein soll. Das ist für dieses Portal. Ich muss den Link echt mal in die Beschreibung schreiben. Oder ich mache es, wenn ich es nicht vergesse, hier ins Video rein, dass ich hier einen Schriftzug ins Video mache, wo ihr den, wo ihr dann draufklicken könnt und dann direkt auf das Portal kommt. Denn das ist echt geil da. Das macht echt Spaß und man kann da auch echt gute Sachen finden. Aber andererseits, habt ihr es ja gesehen, habe ich mein Inventar damit richtig vollgemüllt. Und ich denke mal, dass ich es dann beim nächsten Mal, bevor ich die nächste Aufnahmesession starte, dass ich dann definitiv auch mal... Wie geht das auf? Ab Stufe 30, okay. Dass ich dann definitiv das vorher mache, bevor ich die Aufnahme starte. Gut, ich würde sagen, wir müssen nochmal eben kurz zur Bank. Das letzte Steinchen draufpacken und dann haben wir es auch für heute. Beziehungsweise dann machen wir das noch eben kurz mit dem Tiger. Beziehungsweise mit unserem Panther, damit der da auch noch ein bisschen was kriegt. Ja, und dann kriegen wir ja auch noch einen Begleiter für uns. So, gucken wir mal eben. Das war wieder hier jetzt, ne, nicht C, das war I für Inventar. Und das Steinchen haben wir das schon drauf? Oh, das sieht fast nicht so aus, wa? Was ist das? Das ist Level 1 und das ist Level 2. Ne, dann haben wir das noch nicht drauf gehabt. Dann müssen wir da auf jeden Fall mal sehen, dass wir da demnächst mal entzaubern, beziehungsweise verzaubern können. Gut. So, damit haben wir das soweit schon mal fertig. Wir können jetzt nochmal gucken, dass wir unseren Begleiter leveln. Ich bin so doof. Dann wollte ich doch beim Begleiter gucken, wie es da mit der Erfahrungspunkten aussieht. Zähnchen hat jetzt 33 von 35.000. Jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir das benutzen. Okay. Ach, guck. Das ist ja super. Ja, machen wir sofort. Okay, nächste bitte. Okay, da hat er Level Up auch. Jawohl. Das Level Up mache ich dann offscreen. Dass wir den dann da weiter leveln. Beziehungsweise das mache ich dann im Portal. Was haben wir hier noch? Ach, das ist wieder nur für mich. Ja gut, dann würde ich doch einfach sagen, war es das erstmal für diesen Part gewesen? Ach komm, scheiß drauf, wir beginnen da die Ausbildung, was soll der Geiz? Wir können uns ja Jack mal rufen, oder? Rufen wir uns den mal? Ne, wir rufen uns einfach mal Jack. Rufen. Genau. Denn unser Schleicher, der ist ja jetzt 25 Minuten unterwegs. Wir gucken nochmal eben kurz bei passive Begleiter, was macht der denn? Lebensentzug und Robustheit. Aha. Wie sieht der aus? Würde mich mal interessieren. Aha. Okay, der ist auch Level 1, da gefällt mir vom Aussehen her die besser. Später können wir ja sowieso dann alle reinpacken, beziehungsweise 5 Stück gleichzeitig. Gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns noch eben schnell auf zu General Nox oder Feldwebel Nox und dann müssen wir es eigentlich haben. Ach so, scheiße, wir müssen auch noch mit jemandem über die Gefährten reden, ne? Dann machen wir das doch als erstes mal.
Dann machen wir das so als erstes, bevor wir zu Feldwebel Nox zurückgehen. Beziehungsweise an dieser Stelle werde ich jetzt aber erstmal einen Cut machen, denn ich sehe schon wieder, wir sind schon wieder bei 25 Minuten und das nimmt ja hier Ausmaße an vom Let's Play, das ist ja unglaublich. Ich hoffe natürlich, dass ihr bis hierhin Spaß hattet und schaltet doch einfach in 2 Tagen zum nächsten Part von Neverwinter wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, mein Name ist Crazy Bane und ich bin für heute raus. Ciao! Ach guck mal, da ist unser Hund. Gut, wir sind raus. Bis dann.